den schwedischen Luftraum hinter uns. Ja, ich bin froh, wenn wir endlich wieder landen. Wird schon schief gehen. Hörst du das? Verdammt, der Motor! Oh, Scheiße! Tu was! Bearbeitung Moritz Wulf Lange. Regie Simon Bertling und Christian Hagitte. Ende 89 geriet mein Leben aus den Fugen. Ohne dass ich es wahrhaben wollte, war meine Ehe langsam in die Brüche gegangen. Zu oft hatte das Familienleben hinter meiner Arbeit als Polizist zurückstehen müssen. Schließlich hatten Mona und ich uns scheiden lassen. Kurz darauf war sie mit unserer Tochter Linda nach Malmö gezogen. Ich war 41 Jahre alt und blieb als einziger aus meiner Familie in der südschwedischen Kleinstadt Ystad zurück. Nun ja, beinahe als einziger. Mein alter Vater lebte als Maler auf einem Gehöft nicht weit von Ystad. Aber wir verstanden uns schon lange nicht mehr. Wir hatten miteinander gebrochen, als ich damals gegen seinen Willen zur Polizei gegangen war. Seitdem sahen wir uns nur noch selten. Und unsere Treffen endeten meistens im Streit. Dann gab es noch Emma Lundin, eine Krankenschwester. Manchmal besuchte sie mich nach der Arbeit abends für ein paar Stunden. Ihre körperliche Nähe ließ mich umso stärker die Lücke empfinden, die Mona hinterlassen hatte. Jedes Mal, wenn ich morgens meine ungewohnt leere Wohnung hinter mir ließ, das Präsidium betrat und an der Anmeldung das vertraute Gesicht der Sekretärin sah, empfand ich ein Gefühl der Erleichterung. Guten Morgen, Kurt. Morgen, Emma. Schön wie immer. Man tut, was man kann. Aber du solltest aufpassen, dass du nicht zunimmst. Geschiedene Männer neigen dazu. Sag mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es ist zwar nichts Dienstliches, aber mein Vater fliegt in ein paar Tagen nach Ägypten und kümmert sich natürlich um nichts. Kannst du für ihn eine Reiseversicherung abschließen? Ich komme einfach nicht dazu. Na klar. Polizeipräsidium Ystad? Ja, er ist hier. Ja. Wallander? Martinson hier. Wir müssen nach Mosby rausfahren. Was ist passiert? Ein Sportflugzeug ist abgestürzt. Niemand weiß, woher es gekommen ist. Es ist auf keinem einzigen Radarschirm aufgetaucht. Über der Unfallstelle stand eine schwarze Rauchsäule. Aber die Feuerwehr hatte die meisten Flammen schon gelöscht. Ich sprach mit Rüdberg. Kommissar Rüdberg war nicht nur der dienstälteste Beamte, schon zu Lebzeiten war er eine Art Legende in der Polizeitruppe. Von ihm hatte ich fast alles gelernt, was für mich als Polizist wichtig war. Obwohl ich schon längst kein Anfänger mehr war, hatte ich immer noch einen gehörigen Respekt vor ihm. Es gibt natürlich Gerüchte. Nächtlicher Flugzeuglärm. Tiefliegende Maschinen mit abgeschalteten Scheinwerfern, die plötzlich hier im Grenzgebiet auftauchen. Wir kriegen manchmal Berichte rein über Verdacht auf Spionagetätigkeit. Glaubst du das? Die Berichte wurden nie bestätigt.
aber auch nie direkt widerlegt. Und dann kann man sich auch fragen, ob all das Rauschgift in Südschweden wirklich nur mit den Schiffen über den Sund kommt. Aber bisher haben wir noch nicht mal rausgefunden, ob die Flugzeuge nur in der Einbildung der Leute existieren. Allerdings, wenn man tief genug fliegt, dann entgeht man theoretisch den Radargeräten des Militärs und denen der Flugaufsicht. Na, ich frage mal beim Tower in Sturup nach, ob die wirklich nichts gesehen haben. Nachdem für uns vor Ort nichts mehr zu tun war, fuhr ich zurück ins Polizeipräsidium. Für 11 Uhr war die Vernehmung eines Drogenhändlers angesetzt. Wir hatten Yngve Leonardholm schon einige Male festgenommen, ihm aber bisher nie etwas nachweisen können. Ein schmieriger, aalglatter Typ. Aber diesmal glaubte ich, ihn festnageln zu können. Sie haben uns jetzt 1 Stunde und 10 Minuten aufgehalten, Herr Kommissar. Meinem Mandanten ist keine Straftat nachzuweisen. Sie können wieder gehen, Herr Holm. Aber der Verdacht gegen Sie besteht weiter. Ich bin überzeugt, dass Sie in großem Maßstab in schon Drogenhandel betreiben. Früher oder später kriegen wir Sie. Solche Anschuldigungen muss sich mein Mandant nicht bieten lassen. Die Polizei macht nur ihren Job. Aber jeder macht mal Fehler. Ich bin ein einfacher Bürger, weiter nichts. Außerdem spende ich regelmäßig für das Kinderhilfswerk. Auf Wiedersehen! Besser nicht. Nachdem Yngve Holm gegangen war, schob ich wütend die Akten in eine Schublade. Irgendwann würden wir ihn schon noch kriegen. Wallander? Ich dachte, wir hätten abgemacht, dass du gestern Abend kommen wolltest. Wir haben gar nichts abgemacht, Papa. Ach doch, das weiß ich genau. Du bist es, der vergesslich wird. Ich komme heute Abend gegen 7. Ich habe gerade viel zu tun. Ein paar Tage später kam der erste Wintereinbruch. Die Temperaturen sanken schlagartig bis kurz über den Gefrierpunkt. Wegen des abgestürzten Flugzeuges gab es nichts Neues. Auf meinem Schreibtisch stapelten sich die Routinefälle. Lustlos arbeitete ich an einem Fall von Körperverletzung. Die Mittagspause nutzte ich, um Klopapier, etwas Whisky und 2 Flaschen Wein zu kaufen. Ja, Herr Rhein? Es gibt Neuigkeiten. Ein alter Mann hat nach einem entlaufenen Stierkalb gesucht. In der Nacht, als das Flugzeug abgestürzt ist. Er hat merkwürdige Lichter am Wald gesehen und Motorengeräusche gehört. Kannst du dich etwas genauer ausdrücken, Martinson? Was für Lichter? Er sagte, sie hätten ihn an die Flakscheinwerfer aus dem Krieg erinnert. Nur, dass sie kleiner und schwächer waren. Was, starke Scheinwerfer in einem Waldgebiet? Was bitte soll denn das gewesen sein? Das wusste er nicht, aber er war sich sicher. Und er wirkte ziemlich klar im Kopf. Der Motorenlärm kam seiner Meinung nach von einem kleinen Flugzeug. Er sagt, er sieht tagsüber immer mal wieder ein Sportflugzeug und kennt das Geräusch. Ach ja, da ist noch etwas. Der Motorenlärm verschwand und kam nach vielleicht 10 Minuten kurz wieder. Ob die Lichter eine Markierung für das Flugzeug waren? Kurz nachdem Martinson gegangen war, verließ ich das Präsidium. Am Abend kam Emma vorbei. Und wieder fiel mir auf, dass ihr dieses Verhältnis mehr bedeutete als mir. Der Ablauf war immer gleich. Wir redeten ein bisschen, gingen miteinander ins Bett und irgendwann in der Nacht machte Emma sich dann auf den Heimweg. Wenn ich hörte, wie sie aufstand und sich anzog, stellte ich mich schlafend. Hey, was ist... Wer in Gottes Namen... Wallander. Martinson hier. Es brennt in der Möllegater. Das Handarbeitsgeschäft der Schwestern Eberhardson. Ja, dann müssen wohl in erster Linie die Feuerwehr und die Ordnungspolizei ausrücken, oder? Die sind doch schon da. Es scheint so, als sei das Haus explodiert. Ach...
Es dauerte bis zur Morgendämmerung, bevor das Feuer endgültig gelöscht war. Von dem Haus der Schwestern Eberhards standen nur noch die Grundmauern. Zusammen mit dem Brandmeister und dem Polizeitechniker stapfte ich durch die immer noch rauchenden Trümmer. Nach ein paar Minuten fanden wir die Leichen zweier Menschen, die bis zur Unkenntlichkeit verkohlt waren. Oh mein Gott. Ich habe seit 1951 Knöpfe und Negern bei Ihnen gekauft. Sie waren immer freundlich. Wenn man etwas brauchte, haben Sie es besorgt. Und es kostete deshalb nicht mehr. Wer in Gottes Namen kann zwei alte Damen umbringen wollen, die ein Handarbeitsgeschäft führen? Tja, keine Ahnung. Wir müssen wohl abwarten. Ach ja, hier ist die Reiseversicherung für deinen Vater. Ach, danke, Eva. Du bist ein Schatz. Glücklicher Mensch. Er entkommt diesem Wetter und sieht die Pyramiden. Ich steckte die Papiere in meine Jacke und ging in mein Büro. Zurzeit arbeiteten alle daran, den Absturz des Sportflugzeuges aufzuklären. Ich überlegte, wer auf die Brandstiftung angesetzt werden konnte. Es war Nyberg, unser Kriminaltechniker. Er galt als eigenbrödlerisch und wortkarg, war aber einer der besten Fachleute, die ich je getroffen hatte. Ich bin an der Brandstelle. Lässt sich schon was zur Brandursache sagen? Es war kein Unfall. Also Brandstiftung? Auch. Auch? Was noch? Zwei Genickschüsse. Eine regelrechte Hinrichtung. Sicher? Und die Gerichtsmediziner müssen das natürlich noch untersuchen. Dann sollte der Brand nur den Mord vertuschen. Nein. Der Mörder wusste genau, was er tat. Wahrscheinlich weiß er auch, dass ein Feuer nie alle Spuren beseitigen kann. Das ist kein Krematoriumsofen. Ja, also wollte der Mörder etwas anderes vertuschen? Das müsste etwas sein, das im Haus war. Ja, dann sucht weiter nach Spuren. Und wenn ihr euch bis zum Fundament durch die Trümmer graben müsst. Sag mal, Rittberg, ist dir in deiner Laufbahn schon mal ein Mord durch Genickschuss untergekommen? Nein. Aber es gibt wohl keine Grenzen mehr. Weder für Flugzeuge noch für brutale Verbrecher. Als ich noch jung war, passierte so etwas in Wystad einfach nicht. Die Verbrechen in Stockholm waren wie aus einer anderen Welt. Selbst Dinge, wie sie sich in Malmö ereigneten, waren in einem Nest wie Wystad eher die Ausnahme. Naja, das ist alles Vergangenheit. Ja. Wie siehst du die Zukunft der Polizei? Die jungen Polizisten werden ganz neue Aufgaben erledigen müssen. Besonders draußen bei der Feldarbeit. Aber solche wie du und ich, die denken können, die werden immer gebraucht. Dieser Fall gefällt mir nicht. Ich begreife nicht, warum jemand zwei ehrenwerte alte Damen erschießt. Vielleicht müssen wir genau damit anfangen. Wie meinst du das? Du solltest herausfinden, ob sie wirklich so ehrenhaft waren, wie alle zu glauben scheinen. Die Ermittlungsmaschinerie kam langsam, aber methodisch in Gang. Zwischendurch rief ich meinen Vater an. Ich hoffte, er würde sich noch daran erinnern, dass er am nächsten Tag nach Ägypten fliegen wollte. Ja, ich habe schon gepackt. Das will ich auch hoffen. Ich bin um 6:30 da. Ja, komm ja nicht zu spät. Ja, vergiss mal den Pass und die Tickets nicht. Am nächsten Morgen brachte ich meinen Vater zum Flugboot. Er trug einen Tropenhelm, den er wahrscheinlich bei einem Trödler erstanden hatte. Ich verkniff mir eine Bemerkung über sein peinliches Aussehen. Am Parkplatz des Flugbootterminals wartete Linda auf uns. Großvater, wie geht's dir? Linda, schön, dich zu sehen. Ich muss dir doch noch eine gute Reise wünschen. Einen schicken Tropenhelm hast du. Steht dir gut. Freut mich, dass er dir gefällt. Und was ist mit mir? Ach, hallo, Papa. Tja, ich kann leider nicht so eine schicke Mütze wie dein Großvater vorweisen. Du bist ja auch nicht er.
Ich war erleichtert, dass Linda heute endlich einmal halbwegs normal angezogen war. Für gewöhnlich lief sie in sehr auffälliger Kleidung herum. Gott sei Dank war ich selber nicht so. Nachdem das Boot abgefahren war, bot ich Linda an, sie nach Hause zu fahren. Ist nicht nötig, Papa. Ich will noch in die Stadt. Aber wir können ja noch was frühstücken gehen. Oh ja, gut. Wo möchtest du hingehen? Ach, das Bahnhofsrestaurant reicht doch. Linda erzählte viel. Hauptsächlich redete sie davon, Möbelpolsterin werden zu wollen. Ich war sehr froh über ihre Gesprächigkeit. Früher hatte sie sich oft ganz in sich zurückgezogen, aber seit einiger Zeit schien sie wieder etwas Zutrauen zu mir gefasst zu haben. Irgendwann erwähnte sie, dass Mona sie bei allem, was sie tat, ständig kontrollierte. Ich wollte es mir nicht recht eingestehen, aber es freute mich zu hören, dass sie mit Mona nicht so gut zurechtkam. Außerdem mag ich Johann nicht. Und wer ist das? Ihr neuer Typ. Oh. Ich dachte, sie hat ein Verhältnis mit einem, der Sören heißt. Das ist vorbei. Jetzt heißt er Johann und besitzt zwei Bagger. Und den magst du nicht? Er ist so polterig. Außerdem hat er, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch kein Buch in der Hand gehabt. Samstags kommt er nach Hause und liest Comics. Ein erwachsener Mann, stell dir das vor. Das klingt nicht gut. Ich meine, dass du dich nicht mit Johann verstehst. Es geht nicht so sehr um ihn und mich. Das Problem ist eher, dass ich nicht begreife, was Mama an ihm findet. Zieh doch zu mir. Ich habe tatsächlich schon daran gedacht. Aber ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Warum nicht? Üstad ist zu klein. Später vielleicht, wenn ich älter bin. Es gibt Orte, wo man einfach nicht wohnen kann, wenn man jung ist. Vielleicht hast du recht. Was ist eigentlich mit dir? Was meinst du? Na, was glaubst du? Frauen natürlich. Gib doch mal eine Annonce auf. Mann in den besten Jahren sucht Frau. Du würdest bestimmt viele Antworten bekommen. Ja, ganz bestimmt. Und dann würde es 5 Minuten dauern, bis wir einander nur noch stumm angucken und einsehen, dass wir uns absolut nichts zu sagen haben. Du brauchst doch aber ab und zu eine, mit der du ins Bett gehen kannst. Ich hab, was ich brauche. Erzähl doch mal. Da gibt es nicht viel zu sagen. Eine Krankenschwester, sie ist sehr nett. Ich lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. So intime Themen mit meiner Tochter zu besprechen, war im Moment zu viel für mich. Schließlich verabschiedeten wir uns und ich sah sie in Richtung Innenstadt verschwinden. Das war nun meine Familie. Eine Tochter, die ihren eigenen Weg ging, und ein störrischer Vater, der unterwegs war in das heiße Ägypten. Es geht um das Flugzeug. Die Kollegen haben eine Stelle ausgemacht, wo in der fraglichen Nacht Licht gewesen sein soll. Soweit ich es verstanden habe, stehen dort keine Häuser. Das könnte also auf einen Abwurf hindeuten. Du meinst, die Lichter waren Leitlichter? Kann sein. Ich habe auch noch mehr herausgefunden. In der Nähe der Absturzstelle liegt ein einsamer Hof. Die Leute, die dort wohnen, hatten immer mal wieder Probleme mit der Polizei. Man hat dort auch schon mal Drogen beschlagnahmt. Ach. Kleine Mengen, aber immerhin. Und ein Name kam mir bekannt vor, von einem Fall, den wir vor kurzem behandelt haben. Ingve Leonard Holm. Du meinst doch nicht etwa, dass Holm da oben wohnt, dass er dort einen Unterschlupf hat? Es sieht beinahe so aus. Wir holen ihn her. Diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das habe ich den Kollegen auch schon gesagt, aber Holm ist verschwunden. Was? Was meinst du damit? Naja, weg. Abgetaucht. Mist. Anscheinend weiß keiner von seinen Bekannten, wo er ist. Da wir mit dem Mord an den beiden Schwestern alle Hände voll zu tun hatten, musste sich Martinson bis auf Weiteres alleine um das abgestürzte Flugzeug und um Holmes Verschwinden kümmern. Um 8 Uhr rief mich Emma an und fragte, ob sie vorbeikommen könne. Ich hatte nicht den Mut, ihr zu sagen, dass ich sie nicht sehen wollte und verschanzte mich hinter den laufenden Ermittlungen. Um 9 klingelte wieder das Telefon. Nüberg hier. Habt ihr was gefunden? Wir haben uns durch die Trümmer der Brandstelle gegraben, bis zum Fundament, wie du gesagt hast, und sind fündig geworden. Und? In den Kellerboden ist eine feuerfeste Luke eingebaut. Was hat die denn im Keller von einem Handarbeitsladen zu suchen? Das haben wir uns auch gefragt. Offenbar wurde sie nachträglich im Kellerboden vermauert und verdeckt einen Hohlraum im Fundament.
Ist das alles? Nein. Im Hohlraum ist ein Safe. Am nächsten Morgen streikte mein Wagen. Also ging ich zu Fuß zum Präsidium. Dort war ein Team von Spezialisten damit beschäftigt, den Safe aufzuschneiden. Als die Schweißer nach Stunden harter Arbeit die Geräte weglegten und die Rückwand des Safes heraushebelten, kamen Plastikpäckchen zum Vorschein. Zieh dir Handschuhe an, falls Fingerabdrücke drauf sind. Rauschgift ist das jedenfalls nicht. Gleich wissen wir mehr. Das gibt's ja nicht. In diesem Safe muss ja ein Vermögen liegen. Lass mich rechnen. Wenn jedes dieser Päckchen voll mit 100 Dollar Scheinen ist, dann... Ja, das müssten ungefähr... Also, ich schätze, in diesem Safe sind umgerechnet rund 5 Millionen Kronen. Wir forschten bei verschiedenen Finanzbehörden nach. Allmählich stellte sich heraus, dass die beiden alten Damen ein kleines Vermögen in Bar und in Wertpapieren am Finanzamt vorbeigeschmuggelt haben mussten. Woher hatten sie das Geld? Und wer wusste, dass sie vermögend waren? Wir konnten einige wenige Leute ausfindig machen, mit denen die Schwestern Eberhardsson in ihrer freien Zeit zu tun gehabt hatten. Die Aussagen ergaben ein ganz anderes Bild als das der netten alten Damen. Hart und habgierig waren noch harmlose Charakterisierungen. Vergeblich versuchte ich mir vorzustellen, was passiert sein könnte. Unterwegs in der Stadt sah ich im Schaufenster eines Reisebüros ein Plakat, auf dem die Pyramiden zu sehen waren. In 4 Tagen sollte mein Vater nach Hause kommen. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Wollen Sie verreisen? Um Weihnachten und Neujahr gibt es nur noch Restplätze. Das Mädchen war jung und sah sehr nett aus. Mein Blick wanderte von der Wölbung ihrer Bluse zu dem Namensschild. Annette Bengtsson. Nein, danke, Frau Bengtsson. Mein Anliegen ist etwas anders. Sie wissen sicher, dass bei dem Unglück im Haus gegenüber 2 alte Damen verbrannt sind. Ja, das war schrecklich. Kannten Sie sie? Sie haben bei uns immer ihre Reisen gebucht. Es ist unfassbar, dass sie nicht mehr da sind. Emilia wollte im Januar fahren und Anna im April. Ach, wohin wollten sie? Nach Spanien, wie immer. Und wohin genau? Nach Marbella. Sie hatten dort ein Haus. Ein Ferienhaus? Ich war einmal da, im letzten Jahr, zu einer Weiterbildung. An einem Tag, als wir frei hatten, bin ich hingefahren und habe mir ihr Haus angesehen. Ich kannte ja die Adresse. War es groß? Es war ein Palast. Mit großem Grundstück, hohen Mauern und Wachen. Von meinem Büro aus rief ich meine Autowerkstatt an. Man sagte mir, dass es wohl auf einen neuen Wagen hinauslaufen würde. Aber ich konnte mir nicht mal einen Gebrauchtwagen leisten. Telefonisch erkundigte ich mich bei der Bank nach den Möglichkeiten eines Kredites. Glücklicherweise versicherte mir der Bankbeamte, dass das kein Problem sei. Ich habe nicht hereingesagt. Dieses Telex ist eben vom Außenministerium in Stockholm gekommen. Ich las das Telex und weigerte mich zu glauben, was darin stand. Dann las ich es noch einmal. Konnte so etwas denn sein? Hier steht, dass mein Vater von der Polizei in Kairo verhaftet worden ist. Und dass er vor ein Gericht gestellt wird, wenn er nicht sofort ein Bußgeld von umgerechnet 10.000 Kronen bezahlt. Er ist illegalen Eindringens sowie verbotener Besteigung angeklagt. Was zum Teufel bedeutet das? Ich habe im Außenministerium angerufen. Ich fand es auch merkwürdig. Es scheint
als hätte er versucht, auf die Cheops-Pyramide zu klettern, obwohl es verboten ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, du wirst wohl hinfliegen und ihn nach Hause holen müssen. Es gibt Grenzen für das, was die schwedische Botschaft tun kann. Dieser alte Trottel. Sollte ich wirklich nach Ägypten fliegen? Dafür würde ich wahrscheinlich den größten Teil meines frisch bewilligten Kredites benötigen. Ein neues Auto würde ich mir danach nicht mehr leisten können. Aber ich konnte meinen Vater doch nicht in einem ägyptischen Gefängnis lassen. Schließlich rief ich Linda an. Natürlich fährst du hin und holst Großvater da raus. Da gibt es doch gar nichts zu überlegen. Ich verstehe ihn einfach nicht. Warum macht er bloß so einen unglaublichen Mist? Pass auf, ich such dir die Flugverbindung raus, ja? Inzwischen kannst du packen. Am nächsten Tag um 13.10 Uhr versank ich im Sitz einer DC-9. Um meine Flugangst zu dämpfen, trank ich reichlich von dem angebotenen Whisky. In Kairo ließ ich mich von einem Kleinbus zu dem Hotel bringen, in dem auch mein Vater abgestiegen war. Ich glaube, Sie haben schon einen Gast mit Namen Wallander. Das ist mein Vater. Ich kann Ihnen leider kein Zimmer neben seinem geben. Wir haben nur noch einfachere Zimmer, ohne Aussicht auf die Pyramiden. Ja, das ist ausgezeichnet. Ich bin hierher gekommen, weil mein Vater in Schwierigkeiten geraten ist. Welche Art von Schwierigkeiten? Er hat anscheinend versucht, auf eine der Pyramiden zu klettern. Wie ich ihn kenne, hat er sich sicher die höchste ausgesucht. Ich habe davon gehört. Sehr bedauerlich. Der Polizei und dem Ministerium für Tourismus hat das gar nicht gefallen. Ich wurde zu einer Sitzgruppe geführt und gebeten zu warten. In der Hitze der Nacht verstrich die Zeit unendlich langsam. Ich muss wohl eingenickt sein, denn plötzlich berührte eine Hand meine Schulter. Vor mir stand ein uniformierter Mann in meinem Alter. Herr Wallander? Was? Ja, Wallander. Ich habe gehört, Sie sind von der schwedischen Polizei geschickt worden. Nein, ich bin Polizist, aber ich bin in erster Linie Herrn Wallanders Sohn. Ich heiße Hassane Radwan und bin von der Kairoer Polizei. Ich bin erfreut, einen schwedischen Kollegen zu treffen. Folgen Sie mir bitte. Wir verließen das Hotel. Radwan schob mich in einen Polizeijeep, der mit quietschenden Reifen und eingeschalteter Sirene losfuhr. Ich kam mir vor wie ein verhafteter Verbrecher. Plötzlich sah ich die Pyramiden. Sie waren von Scheinwerfern angestrahlt und wirkten in der Nacht wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Wie geht es meinem Vater? Er ist ein sehr eigenwilliger Mensch. Leider spricht er ein schwer verständliches Englisch. Was? Er spricht eigentlich gar kein Englisch. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Ja, da sind Sie anders als Ihr Vater. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben noch nicht geraucht. Erschrocken fragte ich mich, ob ich tatsächlich auf dem Weg zu meinem Vater war. Hatten vielleicht mehrere alte Männer versucht, auf die Pyramiden zu klettern? Dann hielt der Wagen vor einer Polizeikaserne. Die unendlichen Flure waren von Neonröhren erleuchtet und die ganze Atmosphäre erinnerte mich trotz aller Unterschiede an unser Präsidium. Die gleiche nächtliche Stille, der Wachhabende, der über seine Zeitung düst. Bitte. Ja, ich komme gleich zurück. Danke. Hallo, Papa. Wie geht es dir? Hallo. Ich werde Beschwerde einlegen. Wogegen?
dass man Menschen daran hindert, auf die Pyramiden zu klettern. Also ich glaube, wir sollten mit der Beschwerde warten. Das Wichtigste ist im Moment, dich hier rauszubekommen. Ich bezahle kein Bußgeld. Ich will meine Strafe hier absitzen. 2 Jahre haben sie gesagt, wenn ich nicht zahle. Na, die vergehen schnell. Ägyptische Gefängnisse sind nicht besonders gemütlich. Gefängnisse sind nie gemütlich. Na, das kann ich aushalten. Ich glaube nicht, dass sie dir erlauben werden, in der Zelle zu malen. Naja, dann gehen wir lieber. Hast du genug, um das Bußgeld zu bezahlen? Ja, ganz so einfach ist das, glaube ich, nicht. Du kannst nicht einfach aufstehen und gehen. Warum denn nicht? Ich habe schließlich nichts Schlimmes getan. Also, soweit ich es verstanden habe, hast du versucht, auf die Cheops-Pyramide zu klettern, oder? Deshalb bin ich doch nach Kairo gekommen. Gewöhnliche Touristen, die können unten zwischen den Kamelen stehen und glotzen. Ich wollte die Spitze besteigen. Also, das ist nicht erlaubt. Außerdem ist das lebensgefährlich. Wie würde das denn aussehen, wenn die Leute überall auf den Pyramiden herumklettern? Ich rede nicht von den Leuten, ich rede von mir. Ich werde versuchen, dich morgen rauszubekommen. Ich bezahle das Bußgeld und dann ist es vorbei. Wir gehen hier raus und fliegen wieder nach Hause. Aber ich habe mein Zimmer bis zum 21. bezahlt. Gut, ich fliege und du bleibst. Aber wenn du noch einmal auf die Pyramiden kletterst, musst du das selbst ausbaden. Ja, ich bin nicht sehr weit gekommen. Es war schwierig und steil. Warum wolltest du eigentlich auf die Spitze klettern? Ein Traum, den ich immer hatte. Nichts weiter. Ich finde, man soll seine Träume leben. Es ist 16:30. Sie müssen jetzt leider wieder gehen. Eine Zigarette? Ja, danke. Rauchst du neuerdings? Nur im Gefängnis. Sonst doch nicht. Ich schicke um 9 Uhr einen Wagen, der Sie vom Hotel abholt. Einem ausländischen Kollegen sollte man immer helfen. Ich nehme an, dass es keine Möglichkeit gibt, meinen Vater jetzt schon mitzunehmen. Er wird um 10 Uhr einem Richter vorgeführt werden. Der Richter wird das Bußgeld vermutlich akzeptieren. Vermutlich? Nichts ist sicher. Aber wir wollen das Beste hoffen. Am Morgen begleitete Radwan mich in den Gerichtssaal. Offenbar hatte er den Richter schon vorher über meine Anwesenheit informiert, denn es kam, wie er vorhergesagt hatte. Der Richter akzeptierte die Erklärung, mein Vater sei alt und geistig verwirrt. Ich hoffte, niemand würde das übersetzen. Trotz dieser mildernden Umstände blieb mir kaum noch Geld übrig, nachdem ich die Strafe bezahlt hatte. Mir war klar, dass mein Vater ohne Radwans Hilfe möglicherweise nicht so glimpflich davongekommen wäre. So, und jetzt zeige ich dir die Pyramiden. Ach, ich muss zuerst ein paar Stunden schlafen. Danach können wir uns meinetwegen die Pyramiden ansehen. Ich muss sagen, du erstaunst mich, dass du die Kosten nicht gescheut hast, herzukommen und mich auszulösen. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich werde noch meinen Rückflug buchen. Ich werde dir natürlich winken. Ach, lieber nicht. Wir mögen doch beide keine Abschiede. Danke, dass du gekommen bist. Es wäre schwer gewesen, 2 Jahre im Gefängnis zu sitzen und nicht malen zu dürfen. Wenn du am 21. nach Hause kommst, ist alles vergessen. Das nächste Mal fahren wir nach Italien. Wir beide. Meine Rückreise verlief ohne Probleme. Am nächsten Tag ließ ich als erstes bei der Bank meinen Kredit erhöhen, da das Geld für einen neuen Gebrauchtwagen fast komplett für die Reise draufgegangen war. Anschließend fuhr ich zum Dienst.
und dort rückte die Reise nach Ägypten sofort in weite Ferne. Ingve Leonard Holm ist ermordet aufgefunden worden, in einem Wald bei Syrbo. Deswegen war er also so plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Aber das ist noch nicht alles. Er ist nicht irgendwie ermordet worden, es war ein Genickschuss. Genau wie bei den Schwestern Eberhardsson. Ja, und? Mehr wissen wir noch nicht. Du musst endlich lernen, eine anständige Zusammenfassung von Ermittlungen zu geben. Wann und wo gefunden, Spuren, Zeugenbefragung, also. Also, Holm war ein paar Tage nach dem Flugzeugabsturz verschwunden. Kurz nachdem wir festgestellt hatten, dass er offenbar einen Schlupfwinkel auf dem Hof nahe der Absturzstelle hatte. Seine Leiche wurde von einem Pilzesammler gefunden. Holm trug seine Brieftasche noch bei sich. Ein Raubmord können wir also ziemlich sicher ausschließen. Die Gegend war unbewohnt und es gab ein paar Wagenspuren. Das ist bisher alles. Na also, gibt es was Neues wegen des Flugzeuges? Einer der Piloten ist identifiziert. Ja. Pedro Spinoza, geboren in Madrid, hat wegen Betrugs in Spanien im Gefängnis gesessen und in Frankreich wegen Schmuggels. Schmuggel, das passt genau. Seine letzte bekannte Adresse war Marbella, wo die Schwestern Eberhardsson ihre große Villa hatten. Marbella. Sollte mich wundern, wenn wir nicht noch eine Verbindung zwischen den Schwestern und dem abgestürzten Flugzeug entdecken. Kann das nicht auch ein Zufall sein? Ich würde wetten, dass das kein Zufall ist. Als ich meinen Autohändler anrief und mich nach Gebrauchtwagen erkundigte, erklärte er sich netterweise bereit, in der Mittagspause mit einem Wagen vorbeizukommen. Nach dem Gespräch zog ich einen Notizblock hervor und versuchte, die bisherigen Ermittlungsergebnisse schematisch zu skizzieren. Zuerst zeichnete ich ein Dreieck. Neben der ersten Spitze notierte ich die wichtigsten Daten zu dem abgestürzten Flugzeug. Nicht registrierte Maschine, Lichter auf dem Boden, mutmaßlich Abwurf einer illegalen Ladung. Die zweite Spitze stand für die beiden Schwestern, die ein Doppelleben geführt hatten. Neben die dritte Spitze schrieb ich den Namen des Drogenhändlers Holm. Die Schwestern und das Flugzeug waren durch den Piloten verbunden. Der gemeinsame Nenner hieß Marbella. Die Schwestern und Holm wiederum waren auf die gleiche Art ermordet worden. Aber irgendetwas fehlte. Was hielt alle drei Fälle zusammen? Was stand im Zentrum? Ich setzte einen Punkt in die Mitte der Zeichnung und dachte weiter nach. Plötzlich bemerkte ich, dass meine Skizze wie eine Pyramide von oben aussah. Eine Pyramide mit einer unbekannten Spitze. Um 1 Uhr hatte der Autohändler meinen neuen Peugeot vorbeigebracht. Sofort fuhr ich eine Runde. Der Wagen war abgenutzt und verraucht, aber er lief gut. Ich war außerhalb der Stadt und wollte gerade wenden, um zurückzufahren, als mir einfiel, dass ich genauso gut noch bei dem Hof vorbeifahren könnte, auf dem Holm gewohnt hatte. Hallo? Ist jemand zu Hause? Als ich die Türklinke herunterdrückte, bemerkte ich, dass die Tür unverschlossen war. Das Haus wirkte abgewohnt und verwahrlost. Ist da jemand? Ich betrat einen Raum, an dessen Tür jemand Ingves Kirche gesprüht hatte. Holms Zimmer, spärlich möbliert. Auf dem Boden lagen Staubflocken, Wäsche und ein paar Pornozeitschriften. Zwischen einigen Papieren fand ich einen alten Flugschein. Kopenhagen, Marbella. Hinflug 12. August, Rückflug 17. August. Ich stutzte. Marbella. Schon wieder Marbella. Bengtsson? Tag, Frau Bengtsson. Wallander hier. Herr Wallander, wie war die Reise nach Kairo? Gut.
Die Pyramiden sind sehr hoch, sehr eigenartig. Und es war heiß. Sie hätten länger da bleiben sollen. Naja, ein andermal. Was ich Sie fragen wollte, waren Anna oder Emilia Eberhardsson zwischen dem 12. und 17. August 89 in Marbella? Augenblick, ich sehe einmal nach. Nach ein paar Minuten bekam ich die Auskunft, auf die ich gehofft hatte. Anna Eberhardsson war am 10. August nach Spanien gereist und erst Anfang September zurückgekommen. Eine neue Querverbindung war aufgetaucht. Die Pyramide, die ich in meiner Skizze gesehen hatte, gewann an Kontur. Weihnachten verbrachte ich zusammen mit meinem Vater und Linda. Hm, du siehst richtig erholt aus, Großvater. Oh, ich muss dir unbedingt von den Pyramiden erzählen. Der Abend verlief ungewöhnlich friedlich. Mein Vater war in ausgezeichneter Stimmung und erzählte viel von Ägypten. Kommt rein, kommt rein. Gut. Nur, dass er im Gefängnis gesessen hatte, schien er vollkommen vergessen zu haben. Linda und er verstanden sich prächtig. Sehr gut. Ein paar Tage später hatte mich der Alltag wieder. Noch immer war kein Durchbruch bei den Ermittlungen erzielt worden. Es musste dringend etwas passieren. Von wem und warum waren die beiden Schwestern und Holm hingerichtet worden? Außerdem, hatte das Flugzeug etwas abgeworfen? Wenn ja, was war es gewesen? Herr Malme schwimmt in Heroin. Ebenso Lund, Trelleborg, Landskrona, Helsingborg. Ich habe mit einem Kollegen in Malmö gesprochen. Er sagte, es gäbe deutliche Anzeichen dafür, dass eine große Menge auf den Markt gekommen sei. Es könnte also stimmen, dass aus dem Flugzeug Stoff abgeworfen worden ist. In dem Fall bleibt eigentlich nur noch eine wichtige Frage. Ja, wer hat das Zeug in Empfang genommen? Was das betrifft, kann man verschiedene Gedankengänge durchspielen. Laut den letzten Berichten der Techniker war der Flugzeugabsturz wahrscheinlich ein Unfall. Im Laderaum des Wracks wurde nichts gefunden. Vermutlich war die Maschine gerade auf dem Rückweg. Also muss an der Abwurfstelle irgendetwas passiert sein. Entweder haben die Falschen die Ladung abgeholt, oder diejenigen, die die Ladung abgeholt haben, sind über ihre Verteilung in Streit geraten. So ähnlich habe ich mir das auch schon gedacht. Etwas geht also schief. Und das führt dazu, dass zuerst die Schwestern Eberhardsson und dann Holm hingerichtet werden. Mit derselben Waffe. Vielleicht auch durch dieselbe Hand. Tja, man mag es kaum glauben. Dass Anna und Emilia keine netten alten Fräuleins waren, wissen wir mittlerweile. Aber von da bis zur Verwicklung in den Handel mit harten Drogen ist es noch ein großer Schritt. Vielleicht hast du recht. Aber mich wundert nichts mehr. Wenn die Gier die Leute erst einmal gepackt hat, dann kennt sie keine Grenzen mehr. Wer weiß? Vielleicht haben sie von einem Leben in einem sonnigen Paradies geträumt. Ein solches Leben hätten sie nie durch den Verkauf von Knöpfen und Nähseide finanzieren können. Aber dann geschieht plötzlich etwas. Und schon sind sie in das Netz verstrickt. Ach, man kann es drehen und wenden, wie man will. Einen besseren Deckmantel als zwei alte Damen in einem Handarbeitsgeschäft kann man sich kaum vorstellen. Die personifizierte Unschuld. Aber vergiss nicht die wichtigste Frage. Wer stand hinter dem Ganzen? Oder richtiger, wer steht dahinter? Am nächsten Morgen entschloss ich mich, noch einmal zu dem Hof hinauszufahren, auf dem, den Unterlagen zufolge, Holm zusammen mit einigen anderen Leuten gelebt hatte. Vielleicht hätte ich frühmorgens mehr Glück, jemanden zu treffen, der mir etwas über Holm erzählen könnte. Möglicherweise hatten seine Mitbewohner Dinge aus seinem Alltag mitbekommen, die uns Hinweise auf Holms Geschäftspartner liefern würden.
Sind Sie Rolf Nymann? Ja, das bin ich. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Hier ist allerdings nicht aufgeräumt. Und das Mädchen, das hier wohnt, schläft gerade. Ja. Bei mir zu Hause ist auch nie aufgeräumt. Und wir brauchen uns ja nicht auf Ihre Bettkante zu setzen. Nymann machte auf mich einen sympathischen Eindruck, auch wenn er auf einem nachlässig gepflegten Hof lebte. Ein höflicher Mensch mit einem jungen, offenen Gesicht. Er bat mich in die Küche und räumte verlegen etwas schmutziges Geschirr vom Tisch. Ich fragte ihn ganz nebenbei nach seiner Freundin. Das Mädchen hat große Probleme mit Drogen. Sie versucht gerade davon wegzukommen. Ich helfe ihr so gut ich kann. Aber es ist schwer. Aha. Und Sie selbst? Ich rühre nie etwas an. Aber ist es nicht merkwürdig, dass Sie sich entschlossen haben, mit Holm zusammenzuwohnen, wenn Sie tatsächlich wollen, dass Ihre Freundin von den Drogen loskommt? Ich habe nicht geahnt, dass es mit Drogen zu tun hatte. Wir haben hier billig gewohnt. Er war nett. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was er machte. Zu mir hat er gesagt, er studiere Astronomie. Abends haben wir immer hier draußen auf dem Hof gestanden. Er kannte jeden einzelnen Stern mit Namen. Ja, was machen Sie selbst? Ich kann keine feste Stelle annehmen, solange es hier schlecht geht. Ich arbeite ab und zu als DJ. Als Discjockey. Wie haben Sie Holm eigentlich kennengelernt? Und wann? In einer Diskothek in Landskrona. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von diesem Haus. Ein paar Wochen später sind wir eingezogen. Das Schlimmste ist, dass ich keine Lust habe, sauber zu machen. Früher haben wir öfter mal geputzt. Auch Holm. Aber jetzt habe ich alle Hände voll damit zu tun, mich um meine Freundin zu kümmern. Sie hatten nie einen Verdacht, was Holms Geschäfte anging? Nein. Hatte er viel Geld? Naja, er hat jedenfalls nicht aufwendig gelebt. Ich kann Ihnen sein Zimmer zeigen. Ach, das ist nicht nötig. Er hatte also niemals Besuch? Nein, nie. Und hatte nie jemand angerufen? Doch. Das war seltsam. Er schien immer zu wissen, wann jemand anrufen würde. Dann setzte er sich neben das Telefon und es klingelte. Wenn er nicht zu Hause war, kam auch kein Anruf für ihn. Das war das Merkwürdigste an ihm. Haben Sie Holm jemals von zwei Schwestern namens Eberhardsson reden hören? Nein, nie. Ich verabschiedete mich von Rolf Nymann und fuhr ins Präsidium. Martinson erwartete mich. An seinem Gesicht konnte ich sehen, dass es Neuigkeiten gab. Und? Die Malmöer Kollegen haben bei einer Routine-Razzia eine 38er Pistole bei einem Drogenhändler gefunden. Die beiden Schwestern und Holm sind mit einer Waffe dieses Kalibers erschossen worden. Ach, vielleicht ist das der Durchbruch. Und vielleicht haben wir das hier doch bis Neujahr hinter uns. Die restlichen Tage bis Silvester konnten wir nichts tun. Ungeduldig warteten wir auf das Ergebnis der ballistischen Untersuchung. Ich besuchte meinen Jugendfreund Stan Widen auf seinem heruntergekommenen Reiterhof und sah mir seine Pferde an. Früher hatten wir von einer Karriere an der Oper geträumt. Er als Sänger und ich als sein Manager. Und nun hatten wir uns seit Jahren kaum noch etwas zu sagen. Aber er war so ziemlich der einzige Mensch, den ich meinen Freund nennen konnte. Endlich lag am 31. der Bericht der Ballistik auf meinem Schreibtisch. Negativ. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Wir haben es die ganze Zeit gewusst. Du und ich. Ja, ja. Es wäre zu einfach gewesen. Warum hätte er eine Mordwaffe noch aufbewahren sollen? Das machen doch nur Idioten. Tja, ein schwacher Trost. Polizeiarbeit hieß schon immer, auch sinnlose Dinge zu tun. Aber jeder Stein muss umgedreht werden. Was machst du eigentlich Silvester? Silvester ist einer der wenigen Tage im Jahr, an denen ich eine Schlaftablette nehme. Und du? Ich sitze draußen bei meinem alten Herrn in Löderup. Ich erhöhe. Ich passe.
Wenn du dir beim Poker nicht mehr Mühe gibst, beginnst du das nächste Jahr mit leeren Taschen. Na dann Prost. Na, Prost auf das neue Jahr. Auf das neue Jahr. Darauf, dass wir beide bald nach Italien fahren. Frohes neues Jahr. Och, ebenfalls. Du hättest dich hier bei uns bestimmt wohlgefühlt. Ach, Linda. Prost Neujahr. Silvester zusammen mit zwei alten Kerlen feiern? Nee, da kann ich mir was Lustigeres vorstellen. Ich reichte den Hörer wieder meinem Vater und ging auf den Hof, um zu pinkeln. Der Sternenhimmel leuchtete in seiner ganzen Pracht. Und ich erinnerte mich an die Pyramiden, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Überall Dunkelheit. Nur die Pyramiden erstrahlten im Scheinwerferlicht. Ich lächelte bei dem Gedanken an meinen Vater, der jetzt drin mit meiner Tochter telefonierte. Er hatte bereits mehr Cognac getrunken, als ihm gut tat. Aber er war gut gelaunt. Und das war das Wichtigste. Als ich schließlich nach Hause fuhr, hatten wir uns kein einziges Mal gestritten. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich Kopfschmerzen und ein starkes Kratzen im Hals. Dass Emma am Neujahrstag vorbeikommen wollte, hatte ich entweder vergessen oder verdrängt. Sie legte die Hand auf meine Stirn und schaute mir in den Hals. Dann schickte sie mich wieder ins Bett und ging. Den Rest des Tages dämmerte ich in einer Art Halbschlaf vor mich hin. Immer wieder träumte ich von den Pyramiden. Im Licht der Scheinwerfer waren sie überdeutlich zu sehen, während alles andere um sie herum im Dunkel der Nacht verschwand. Plötzlich schreckte ich auf. In meinem Kopf begann sich ein Gedanke zu formen. In den Wäldern bei Mosby war Licht gesehen worden. Irgendjemand musste den Abwurfplatz für das Flugzeug markiert haben. Aber wer hatte Zugang zu starken Scheinwerfern? Wenn ich diese Frage beantworten könnte, hätte ich die fehlende Spitze der Pyramide. Ja? Martinson? Wallander, tu mir einen Gefallen. Ruf Rolf Nymann an, den mit dem Holm in dem Haus bei Sjöbo gewohnt hat. Tu so, als sei es eine Routinesache und frage ihn nach irgendwelchen Personenangaben. Nymann hat mir erzählt, dass er als Diskjockey arbeitet. Versuch rauszufinden, in welchen Diskos er jobbt. Warum ist das wichtig? Ja, ich weiß nicht, aber tu mir den Gefallen, ja? Erst gegen Abend rief Martinson mich zurück. Er hatte die Namen von vier Diskotheken ausfindig gemacht, in denen Nymann arbeitete. Ich schrieb sie mir auf und kochte einen starken Kaffee. Dann steckte ich Kopfschmerztabletten ein und machte mich auf den Weg. Nymann? Wallander, Polizei Ystad. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Es dauert nicht lange. In der Wohnung von Linda Bohmann gab es fast keine Möbel und die Wände waren kahl. Trotzdem wirkte es auf irgendeine Weise wohnlich. Sie selber trug zahlreiche silberne Ringe in den Ohren und einen sehr kurzen Rock. Linda Bohmann war hübsch und erstaunlich jung für die Besitzerin einer Diskothek. Warum will die Polizei aus Ystad mit mir sprechen? Ich habe schon genug Probleme mit der Polizei hier in Lund. Ich werde mich kurz fassen. Rolf Nymann. Was ist mit ihm? Nichts. Aber er arbeitet bei Ihnen? Ihr Rock verwirrte mich. Ich gab mir Mühe, ihr nicht auf die Oberschenkel zu sehen. Stattdessen suchte ich mir einen Punkt an der Wand schräg hinter ihrem Kopf. Ich habe ihn als Reserve. Falls einer meiner festen DJs ausfallen sollte. Ist es vorgekommen, dass er sich Scheinwerfer aus der Diskothek geliehen hat? Warum gucken Sie mir eigentlich nicht in die Augen? Naja, das kommt wohl vor allem daher, dass Ihr Rock sehr kurz ist. Sie lachte und streckte sich nach einer Decke, die sie über ihre Beine legte. Dann fragte ich sie noch einmal nach den Scheinwerfern. Das ist eine seltsame Frage.
Aber vor ungefähr einem Jahr sind tatsächlich ein paar Scheinwerfer aus der Diskothek verschwunden. Wir haben es der Polizei als Einbruch gemeldet, aber sie haben nie eine Spur gefunden. Wann war das? War es, nachdem Rolf Nümann bei Ihnen angefangen hatte? Das war im Januar. Genau, nachdem Nümann angefangen hatte. Was genau waren das für Lampen? 6 Scheinwerfer. War eigentlich nichts für eine Diskothek. Sie waren mehr fürs Theater geeignet. Sehr stark, 2000 Watt. Außerdem verschwanden eine Menge Kabel. Warum fragen Sie danach? Darauf kann ich Ihnen noch keine Antwort geben. Aber um eins muss ich Sie bitten. Sie können es als eine polizeiliche Anordnung betrachten. Kein Wort zu Rolf Nümann. Sie verstehen natürlich, dass ich gern wüsste, worum es geht. Sie werden es erfahren. Früh genug. Gesundheit. Ach, danke. Ich werde Sie jetzt auch nicht länger aufhalten. Ach ja, wissen Sie eigentlich etwas über Rolf Nümanns Privatleben? Nichts. Sie wissen also nichts davon, dass er eine Freundin mit Drogenproblemen hat? Ob er eine Freundin hat, die Drogen nimmt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Rolf selbst heroinabhängig ist. Keine Ahnung, wie lange er das noch durchhält. Auf dem Rückweg nach Ystad stellte ich mir immer wieder dieselben Fragen. Warum hatte Rolf Nümann mich angelogen? Und wer lebte wirklich auf dem Hof? Wollte Nümann mir den treusorgenden Freund vorspielen? Hatte er überhaupt eine Freundin? Kurz vor der Stadt nahm ich einen Umweg. Es war 10 Minuten nach 11. Durch das Fenster schien Licht. Mitten im Raum saß Rolf Nümann, vornübergebeugt an einem Tisch. Er legte Passionsen. Beschämt zog ich mich leise zurück und fuhr nach Hause. Was hatte ich erwartet? Einen Junkie, der sich einen Schuss setzt? Oder einen Drogendealer, der seine Päckchen abwiegt? Doch ohne dass ich es erklären konnte, verfestigte sich in mir das Gefühl, dass Nümann der Mörder war. Wir haben es mit einem dreifachen Mord zu tun. Wenn ich recht habe, dann ist Rolf Nümann sehr listig. Wenn wir etwas finden wollen, müssen wir ihn überwachen, ohne dass er etwas merkt. Vor allem müssen wir wissen, ob da wirklich ein Mädchen ist. Vielleicht kann ich mich als Schornsteinfeger verkleiden. Das durchschaut er. Ich hatte gedacht, dass wir es indirekter machen, durch den Landbriefträger. Ja, ich weiß, dass ich mich vielleicht irre, dass ich möglicherweise die Ermittlungen in eine völlig falsche Richtung lenke. Nein, der Scheinwerferdiebstahl ist ein starkes Indiz. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Wie bist du übrigens auf die Idee gekommen? Ja, die Pyramiden. Sie werden von Scheinwerfern angestrahlt. Gut. Wir lassen ihn überwachen. In den nächsten Tagen bekam ich immer mehr den Eindruck, als hätte Rolf Nümann ein unsichtbares Leben geführt. Sein Name tauchte in den Registern nirgendwo in Verbindung mit dem Drogenmilieu auf. Es passierte nichts, das uns irgendwie weitergebracht hätte. Tja, offensichtlich geht Rolf Nümann nie unnötig aus dem Haus. Aber wir müssen allmählich weiterkommen. Also ich schlage vor, dass wir das Haus durchsuchen, aber ohne dass er es merkt. Du bist ungeduldig, Kurt. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Ich erklärte ihnen meinen Plan. Wir würden veranlassen, dass Nümann an einem bestimmten Abend arbeiten müsste. In der Zeit, wo Nümann in der Diskothek Platten auflegen würde, könnten wir uns in Ruhe in seinem Haus umsehen. Aber wonach suchen wir eigentlich? Das wissen wir nicht. Wir wollen etwas finden, wovon wir nicht wissen, dass wir suchen. Ein Indiz, ein Hinweis. Wir müssen die Frage beantworten können, ob Nümann die beiden Schwestern und Holm umgebracht hat oder nicht. Und was kann dieses Indiz sein? Drogen? Na, Rüdberg sagte doch, wir wissen es nicht. Drogen, Waffen, Geld, was auch immer. Garnrollen, die im Handarbeitsgeschäft der Schwestern Eberhardsson gekauft wurden. Durchschläge von Flugtickets, irgendetwas. Ein Puzzleteilchen, das in den großen Zusammenhang passt.
Um 8:30 abends kamen Martinson und ich auf Nymans Hof an. Martinson hatte keine Schwierigkeiten, das Türschloss mit einem Dietrich zu öffnen. Ich machte überall das Licht an. Dann begannen wir, das Haus systematisch zu durchsuchen. Wir hätten einen Drogenhund mitnehmen sollen. Es ist unwahrscheinlich, dass er Ware zu Hause aufbewahrt. Wir suchten 3 Stunden lang. Nichts. Auch um 13:30 hatten wir noch nichts gefunden. Rolf Nymann schien wirklich nichts weiter als ein Diskjockey zu sein. Ich musste mich geirrt haben. Ja, ich glaube, wir können aufhören. Ach, ich bleibe noch ein bisschen. Aber du kannst ja nach Hause fahren. Lass mir das Funkgerät da. Was willst du hier alleine noch finden? Ach, eigentlich nichts. Vielleicht muss ich nur einsehen, dass ich uns alle auf die völlig falsche Spur geführt habe. Wir fangen morgen von vorne an. Ist nicht zu ändern. Naja. Nachdem Martinson abgefahren war, ging ich noch einmal durch das Haus. Ich war überzeugt, dass ich recht hatte. Aber es fehlten die Beweise. Dann setzte ich mich auf einen Stuhl. Ich stutzte und stand auf. Warum war der Hund still? Plötzlich bemerkte ich, dass ich vor einem hell erleuchteten Fenster stand. Instinktiv warf ich mich zur Seite. Ich wusste nicht, ob sich der Schütze zum Fenster vorarbeiten würde. Hastig zog ich meine Waffe aus dem Holster, drückte mich tiefer in den Schatten und zielte auf die Glühbirne. Aber erst beim zweiten Versuch traf ich. Ich zielte auf die Tür. Aber der Türdrücker bewegte sich nicht. Wer war dort draußen? Nymann? Das konnte doch nicht sein! An meinen Händen bildete sich Schweiß. Dann sah ich das Funkgerät auf dem Tisch liegen. Der Schuss kam von draußen. Das Funkgerät war kaputt. Ich saß in der Falle. Mir blieb nur eine Möglichkeit. Ich hasste sie, aber ich hatte keine Wahl. Du Feig, mein Hund! Nymann! Ich schoss. 2-mal. Irgendwann hörte Rolf Nymann auf, sich zu bewegen. Es war vorbei. Später dachte ich immer mit Wut an diese Nacht zurück. Dass ich Nymann zuerst traf, war mehr Glück als Geschick. Aber letztendlich konnte man niemandem einen Vorwurf machen. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die Kollegen in Lund hatten ausgerechnet in derselben Nacht eine Razzia in der Diskothek durchgeführt. Unser eigener Posten hatte die Auskunft bekommen, dass das Personal zum Verhör mitgenommen worden sei und war nach Hause gefahren. Aber Nymann war nicht unter denen. Er war zurückgefahren und hätte mich beinahe wie eine Maus in der Falle gefangen. Du hast ihn nur leicht verletzt. Die Ärzte meinen, wir können schon morgen mit ihm sprechen. Ich hätte ihn genauso gut verfehlen können oder ihn mitten zwischen die Augen treffen. Ich bin ein miserabler Schütze. Da macht ja nichts draus. Ich habe auch nie richtig schießen gelernt. Die Techniker stellten fest, dass die Schwestern Eberhardsson und Holm mit Nymanns Waffe getötet worden waren. Letztendlich hatten wir also den Mörder gefunden. Trotzdem hatte ich das Gefühl, das meiste falsch gemacht zu haben. Dass wir Nymann auf die Spur gekommen waren, war reines Glück gewesen. Hätte er mich nicht angegriffen und sich dadurch selber verraten, hätten wir ihm nichts nachweisen können. Am nächsten Tag führte ich im Krankenhaus ein erstes Verhör mit ihm durch. Warum haben Sie eigentlich eine heroinsüchtige Freundin erfunden? Polizisten sind oft misstrauisch gegenüber Leuten, die in einer Bruchbude wohnen. Da musste ich mich ihnen gegenüber als möglichst nett und hilfsbereit darstellen.
Außerdem hat die drogensüchtige Freundin meine eigene Anwesenheit auf dem Hof doch gut erklärt, oder? Schließlich konnte ich sie ja nicht im Stich lassen. Sie sind ja auch prompt drauf reingefallen. Ja, ja. Und die Schwestern Eberhardsson? Zwei gierige alte Frauen, die dadurch verführt wurden, dass jemand in ihr trostloses Leben schneite und einen Hauch von Abenteuer verbreitete. Ja, ach, das klingt wenig glaubwürdig. Der Schritt ist zu groß. Reine Psychologie. Anna Eberhardsson hat als junge Frau ein ziemlich wildes Leben geführt. Emilia musste sie im Zaum halten. Vielleicht hätte sie insgeheim selbst gern so gelebt. Was weiß man über Menschen? Nicht viel. Außer, dass sie Schwächen haben. Und die gilt es zu finden. Ja. Wie haben Sie sie eigentlich kennengelernt? Ich habe einen Reißverschluss bei den alten Fräuleins gekauft. Als ich sie sah, hatte ich eine großartige Idee. Dass sie nützlich sein könnten. Als Tarnung. Und dann? Ich ging öfter hin, kaufte Garnrollen, erzählte von meinen Reisen um die Welt. Wie leicht es doch war, Geld zu verdienen. Und dass das Leben kurz sei. Aber es sei nie zu spät. Ich merkte, dass sie zuhörten. Und dann? Eines Tages machte ich ihnen einen Vorschlag. Ein Vorschlag, dem sie, wie man so sagt, nicht widerstehen konnten. Ich verstehe. Und Holm? Der war auch gierig und schwach. Viel zu dumm, um zu begreifen, dass er mich nicht in das Licht führen konnte. Wie haben Sie erfahren, dass die anderen Sie ausboten wollten? Diese Antwort gebe ich Ihnen nicht. Es sollte noch einige Wochen dauern, bis wir uns ein vollständiges Bild machen konnten. Holm war Nymans rechte Hand gewesen. Zusammen organisierten sie den Rauschgifthandel in Schonen. Der Flugzeugabsturz war ein Unfall gewesen. Offen blieb, warum Holm und die Schwestern angefangen hatten, gegen Nymann zu arbeiten, ebenso wer die Auftraggeber im Hintergrund waren. Trotz allem war Nymann nicht die Spitze der Pyramide. Aber ich hatte keine Zeit mehr, mich mit dem Fall zu beschäftigen. Wallan, ich dachte, ich rufe dich besser an. Ein alter Bauer aus Lennarp hat sich gemeldet. Er behauptet, seine Nachbarin säße gefesselt auf dem Boden und jemand sei tot. Wann kam der Notruf? Vor ein paar Minuten. Sicher, dass es nicht nur ein Besoffener war? Es klang nicht so. Ist gut, ich komme. Als ich auf dem einsamen Bauernhof ankam, erwartete mich der schlimmste Anblick meines Lebens. Während der darauffolgenden Ermittlungen dachte ich manchmal noch an die Pyramiden. Auch unser Kampf gegen das Verbrechen glich in gewissem Sinne dem Besteigen einer Pyramide. In den kommenden Jahren lernte ich, dass wir fast nie die Spitze erreichten. Aber eines wusste ich schon damals. Ich würde es immer wieder versuchen. Sie hörten Die Pyramide von Henning Mankell. Hörspielbearbeitung Moritz Wulf Lange. Regie, Musik, Schnitt und Ton Christian Hagitte und Simon Bertling.